Etwas, das die Bibel uns wirklich häufig zuspricht und verheißt, ist der Schutz Gottes. Der Schutz für unser Leben, unsere Gesundheit und alles, was uns betrifft, dass er uns bewahrt, dass er uns behütet, dass er uns seinen Schutz und Segen gibt. Dutzende von Bibelstellen sprechen davon. Nun ist es so, dass wir das normalerweise in unserem Alltag gar nicht realisieren. Wir wissen gar nicht, wie intensiv der Schutz Gottes auf unserem Leben ist, vor was er uns alles behütet, bewahrt. Wir ahnen überhaupt nicht, vor was für einer Fülle von Attacken und Angriffen wir bewahrt und geschützt werden, einfach weil er diesen Schutz um uns herum gibt. Du musst dir einmal vorstellen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auf der Agenda des Feindes, des Teufels, ein Ziel Nummer eins, das er vernichten will. Er will dich in jedem Bereich deines Lebens schädigen, dich vernichten und wo irgend möglich dich so schnell wie möglich ausschalten. Das betrifft deine Gesundheit, das betrifft deine Finanzen, deine Beziehung, was immer dein Leben ist, dein Arbeitsleben, dein Privatleben, wo auch immer. Er versucht, wo immer er kann, Schaden hineinzugeben, zu zerstören, zu zertrennen. Und er ist sich für nichts zu schade. Er ist für die größten Blödheiten zu haben und Gemeinheiten, einfach um dich auszuschalten. Wenn es nach dem Willen Satans ginge, würde keiner von uns den Abend des heutigen Tages erleben. Das musst du dir bewusst machen. Ich glaube, dass Gott uns dutzendmal an jedem einzelnen Tag schützt und bewahrt und segnet und seine Hand auf uns legt, ohne dass wir auch nur im Entferntesten etwas davon ahnen. Und deshalb lade ich dich ein, dankbar zu sein für den Schutz Gottes. Manchmal begegnet uns natürlich eine gefährliche Situation und wir bemerken, oh, hier bin ich bewahrt worden. Das ist aber nur eine Spitze des Eisberges. Das ist nur ein Beispiel von vielleicht einer Fülle von Bewahrungen, die du in einer Woche, in einem Monat erlebst. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Leben nicht genügend abgedeckt ist im Schutz Gottes, wenn du merkst, dass da irgendwo Bereiche sind, wo der Feind irgendwie Zugang hat, wo er dich attackiert, wo er dich bekämpft und wo du noch keinen Sieg hast, dann lade ich dich ein, wirklich Psalm 91 zu lesen, am besten auswendig zu lernen, über dein Leben zu proklamieren, auszusprechen und dich stets und ständig damit zu beschäftigen. Es wird dein Leben verändern. Weißt du, die Bibel spricht uns zu, keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Das sagt uns Jesaja. Und in Psalm 91 haben wir eine Fülle von Zusagen des Schutzes und der Versorgung des Herrn. Da heißt es beispielsweise: Er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf allen deinen Wegen. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du dir bewusst sein, Gott will seine Engel auf allen deinen Wegen dir zur Seite stellen. Er will dich beschützen, er will dich behüten. Wenn du merkst, dass Bereiche sind, wo der Feind einfach zu nah an dich rankommt, zu intensiv dich bekämpft, dann bete um den Schutz des Herrn. Es heißt weiter, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Wenn du den Namen Gottes kennst, dann kannst du darauf vertrauen, er will dich schützen. Also zum einen, bitte um den Schutz Gottes und zum anderen, sei dankbar dafür, dass er dich in jedem Monat hunderte von Malen vor den Attacken des Feindes schützt, der wirklich hinter dir her ist. Gott hat mehr für dich.